Ich habe hier wirklich das Gefühl, unter vielen Freunden zu sein und überhaupt keine Fremden, weil ich so viele Gesichter erkenne, wenn ich auch nicht immer genau weiß, wie der Name dazu gehört. Aber es ist ein wirkliches Glücksgefühl, mit so vielen Menschen beisammen zu sein, denen der Buddhismus ja ganz sicherlich am Herzen liegt. Und ich selbst habe durch die Lehre des Buddhas viel inniges Glück erfahren. Und das ist meine Motivation, dass, solange es mir möglich ist, mit anderen Menschen zu teilen, so dass dieses innere Glück sich verbreitet. Nur das ist bedeutsam, dass sich das innere Glück verbreitet. Wir sind alle Teilnehmer. Wir haben alle Interaktion. Wir sind alle zusammen. Und wenn ein Mensch glücklich ist, so ist gar keine Frage, dass da andere von profitieren. So gibt es nie einen Menschen, der selbstsüchtig meditiert. Auch wenn er ganz alleine auf seinem Kissen sitzt und sozusagen nichts anderes tut, als seine Nasenspitze beobachten, was er ja nicht tun sollte, solche Arten beobachten. Es gibt keinen selbstsüchtigen Meditierenden. Der Buddha hat dazu gesagt, dass wenn ein Mönch meditiert, wird er zur Zierde seiner Familie. Wenn er sich konzentriert, dann wird er zur Zierde der ganzen Sippschaft. Wenn er andere Bewusstseinsebenen erlebt, wird er zur Zierde der ganzen Umgebung. Und wenn er Einsicht erlangt, wird er zur Zierde der Welt. Es ist also ein ganz klares Aussage. Dass wir das nie für uns alleine tun. Wir tun es füreinander. Und das alleine schon versuche ich immer wieder zu betonen, um Menschen, denen die Meditation, und das sind ja die meisten, schwerfällt, zu motivieren, weiterzumachen. Es ist besonders bedeutsam auch für mich, dass wir hier Buddhismus in Deutschland erstmal als Plakat haben und zweitens mal als Feier. 40 Jahre DBU Buddhismus in Deutschland. Ich habe 50 Jahre meines Lebens nicht in Deutschland gelebt. Aber wie Sie ja an meiner Sprache alle hören können und die mich kennen, das ja auch wissen, bin hier geboren. Und so ist es für mich ein ganz besonderes Glück, hier in Deutschland in der Lage zu sein und in den deutschsprachigen Raum die Lehre des Buddha weiterzugeben, zu interpretieren, Menschen zugänglich zu machen, soweit mir das möglich ist. Der Buddha hat gesagt, seine Lehre soll man in der Muttersprache lernen. Es ist in einer Lehrrede, die Erklärung von Konfliktlosigkeit heißt die Lehrrede. Und er hat es auch begründet, hat gesagt, die Muttersprache lernt man am Knie der Mutter. Und da sind die Worte nicht nur einfach Kommunikationsmöglichkeiten, sondern da steht ein Gefühl dahinter. Wir legen Worten einen gewissen Wert bei. Und wenn wir dieselben Worte in einer Fremdsprache hören, so ist das der Wert des Wortes nicht untermauert. Das weiß man nur, wenn man die andere Sprache auch als Muttersprache hat und merkt den Unterschied, dass die anderen Menschen, für die es eine Fremdsprache ist, den Wert des Wortes nicht mitbekommen. Das passiert uns mit allen Fremdsprachen, es passiert uns mit Pali, was wir eigentlich der Sprache ist. Und das ist das Wichtige. Da wird noch Folgendes auch gesagt, und das wissen wir auch.
Das Wende muss die Lehre des Buddha, seine Lehre, das Dhamma, sich verbreitet. Und er hat es übrigens nicht im Buddhismus genannt. Das haben wir uns alle selber ausgedacht. Er hat es Dhamma oder Dharma genannt. Die Wahrheit, das Gesetz, die absolute Wahrheit. Daraus wurde dann Buddhismus. Wenn sich das verbreitet, so verbreitet sich das in die Länder und passt sich dort an in den Ländern, nämlich dem Kulturbereich und dem sozialen Umfeld des Landes, wo es hinkommt. Und das ist auch wirklich der Fall gewesen. Das ist in Asien ganz deutlich zu erkennen, denn wir wissen ja alle, dass in Japan, Tibet, Korea, Sri Lanka, Burma und so weiter überall anders praktiziert wird. Und alles ist Buddhismus. Und wie schön, dass wir uns alle hier zusammentreffen können. Wir haben ganz verschiedene Traditionen auch, aber alle treffen sich unter der Schirmherrschaft, unter dem Schirm, dem Dachverband der DBU, was ein wirklich ganz wichtiger Bestandteil ist. Nun kommt es aber auch noch darauf an, dass wir deutschen Buddhismus da irgendwie zusammenbasteln. Und wie macht man das? Wie macht man deutschen Buddhismus? Ja, also erstmal macht man es mit der deutschen Sprache, das ist ja wohl klar. Meine, ohne deutsche Sprache kriegen wir nie einen deutschen Buddhismus zusammen. Aber das genügt noch nicht. Alfred hat heute Morgen etwas ganz Wichtiges gesagt, was er sich wünscht. Er hat so verschiedene Wünsche aufgezählt. Ich kann mich nicht an alle erinnern, aber an einen erinnere ich mich ganz genau. Er wünscht sich mehr deutschsprachige Lehrer und Lehrerinnen natürlich. Ich kann diesen Wunsch nur unterschreiben. Das ist ganz wichtig. Das ist der erste Schritt dabei. Wir haben übrigens jetzt versucht, und das werde ich jetzt gleich erwähnen, mir scheint das wichtig genug, um das hier zu erwähnen. Wir haben jetzt einen zweiten Schritt getan. Das sind alles äußere Dinge. Wir haben einen Platz erworben für ein Waldkloster. Es ist das erste Waldkloster auf deutschem Boden in der buddhistischen Tradition. Der ehrwürdige Nanatiloka, und dieser Name ist nicht jedem hier geläufig, aber vielen schon, hat diese Vision vor 90 Jahren gehabt. Der ehrwürdige Nanatiloka war der erste deutsche Mönch, der in Sri Lanka Mönch wurde, der Lehrer vom ehrwürdigen Nanaponika, der vor einem Jahr im Alter von 93 gestorben ist. Der ehrwürdige Nanatiloka ist in seinen 50 Jahren gestorben. Er hatte diese Vision von 90 Jahren. Es wurde nichts draus, weil zwei Weltkriege dazwischen kamen, die ja ziemlich viel Schlimmes gemacht haben für alle Beteiligten. Jetzt sind wir wirklich glücklich, dass wir es geschafft haben, diesen Platz zu erwerben. Und ich möchte einmal ganz öffentlich alle Buddhisten, die hier sind oder ihre Freunde benachrichtigen können, da zu bitten und aufzufordern, dieses Projekt mit irgendeiner Hilfe zu unterstützen. Es muss nicht finanziell sein. Auch das ist natürlich sehr willkommen. Aber wir können jede handwerkliche Hilfe brauchen und auch jede Putzfrau, die auch männlich sein kann natürlich. Wir haben 7,5 Hektar mit Wald, Wiese und Bach. Es ist im Allgäu eine Viertelstunde von Kempten, was die Hauptstadt im Allgäu ist, in einer totalen Alleinlage. Man sieht kein anderes. An einem guten Tag sieht man die schneebedeckten Alpen. Es ist, hat ein Haus mit 11 Schlafzimmern, was total saniert und renoviert werden muss. Wir sind gerade beinahe fertig,
die Drainage darum zu machen. Naja, das sind Einzelheiten, aber ich möchte dazu sagen, dass die Drainage alleine über 50.000 Mark kostet. Alleine nur das Haus trocken zu legen. Es ist eine Vision, nicht nur natürlich vom Ehrwürdigen, sondern ein Wort des Buddha. Wenn Söhne und Töchter aus guten Familien in ihrer Muttersprache ordiniert werden können und in einem Kloster in ihrem Heimatland leben können, dann hat das Dhamma das Land erreicht. Das ist das, was wir jetzt gerade versuchen. Ich bin sicher, irgendwie schaffen wir es, aber es ist eine große, große Arbeit, weil das Haus eben vollkommen hergerichtet werden muss und sehr viel Arbeit und Geld braucht. Gehabt, wo ein junger Mann aus guter Familie nicht nur in Pali, sondern auch auf Deutsch ordiniert wurde. Und meines Wissens, ich kann mich irren, ich bin da geschichtlich nicht so bewandert, ist es das erste Mal, dass die Sprache ordiniert wurde. Wenn Söhne und Töchter aus guten Familien in ihrer Muttersprache ordiniert werden können und in einem Kloster in ihrem Heimatland leben können, dann hat das Dhamma das Land erreicht. Buddhismus in Deutschland. Wir sind die Pioniere, alle miteinander. Wir sind bei der Pionierarbeit. Ist doch schön. Man hat nicht oft eine Gelegenheit, Pionier zu sein. So ganz, ganz was Herrliches. Und wir wissen ganz genau, was wir wollen, ne? Wir wollen das Dhamma verbreiten. Wir wollen die Lehre des Buddhas befolgen. Wir wollen glücklich werden durch die Lehre des Buddhas. Also, was kann uns daran hindern, diese Pionierarbeit, die wir hier leisten und die natürlich viele Menschen vor uns schon Schritte in die Wege geleitet haben, was kann uns hindern, diesen Weg wirklich zu Ende zu gehen? Wie Herr Dr. Hecker ja auch erwähnte, da waren viele Pioniere vor uns, die haben es noch viel schwieriger gehabt, ne? Das hat man ja gehört. Wir haben es jetzt gar nicht mehr so schwierig, obwohl auch noch immer nicht so ganz einfach ist, ist es doch viel einfacher geworden. Und darüber werden wir morgen sprechen, wenn wir über die Medien sprechen. Gut, schlecht oder mittelmäßig, das werden wir jetzt nicht besprechen. Die Medien, die sind auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sie uns gut gesinnt sind, ist die Pionierarbeit einfacher. Aber wir müssen natürlich auch etwas ihnen bieten. Etwas bieten, was vielleicht anders ist und vielleicht sogar besser. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach zu wissen, nicht nur anders sein, sondern besser. Besser auf welcher Ebene? Vor allen Dingen einmal moralisch. Wo die Moral hapert, da gibt's nichts, was uns weiterhilft. Wenn wir als die Pionier-Buddhisten Deutschlands uns auf der moralischen Ebene irgendetwas zu Schulde kommen lassen, dann sind alle Buddhisten sofort daran schuld. Weil wir sind eine Minorität. Ich habe reichlich persönliche Erfahrung mit Minoritätsein. Wenn einer was falsch macht, alle anderen werden mit hineingezogen. Also unsere Moral steht erstmal überhaupt an erster Stelle. Und wenn wir zeigen, alle miteinander, das ist nicht der, der hier redet oder einer, der nur zuhört, das ist alle miteinander, wenn wir zeigen können, dass wir etwas im Sinne haben und in unserem Leben auch manifestieren können, was auf einer Ebene des Guten liegt und immer wieder dort hingezogen wird zum Guten, dann stehen die Menschen davor mit Anerkennung und Bewunderung. Ist gar keine Frage. Es ist furchtbar einfach, das Schlechte zu tun. Es ist viel schwieriger, das Gute zu tun. Und wir haben das alle schon erlebt. In Kleinigkeiten. Es muss nichts Großes sein, in wirklichen Kleinigkeiten.
Ich bin immer noch nicht beim Titel vor, beim Vortrag, ne? Aber mir hat daran gelegen, erstmal überhaupt über den Buddhismus in Deutschland zu sprechen. Das liegt mir nämlich sehr am Herzen. Wie ich schon sagte, nach 50 Jahren bin ich also wieder zurückgekommen hier nach Deutschland, ganz wissentlich und willentlich. Und auch mit dem Wunsch, einen Beitrag zu leisten. Nicht nur, um das Dhamma zu verbreiten, das ist klar, was machen als Nonne, aber, sondern um einen Beitrag zu leisten, den Menschen, die doch sehr viel nach dem Sinn des Lebens suchen, vielleicht etwas aufzuzeigen, was sie auch in ihrer eigenen finden können. Der Buddha hat uns nicht Buddhisten genannt, ist das ganz wichtig. Ich hoffe, dass das viele Menschen aufnehmen werden. Er hat uns Übende genannt, Seka, S-E-K-H-A auf Pali. Und ein Arahant, ein Erleuchteter, ist ein Aseka. Ein Nichtübender. Wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, na was um Gottes Willen, der übt nicht, was ist denn das? Was soll denn das bedeuten? Bis mir das klar geworden ist, der braucht ja nicht mehr zu üben. Der ist ja fertig mit der Sache. Also, wir sind Übende. Ja, wir müssen gar nicht sagen unbedingt, wir sind Buddhisten, na Gott, man muss irgendwas sagen, muss irgendwas aufs Plakat schreiben. Aber wenn wir uns unterhalten, vielleicht mit den Menschen, mit denen wir zusammenkommen, die ja ganz bestimmt aus dem christlichen Bereich stammen, ist ja gar keine Frage, was wir hier in Deutschland treffen, die Menschen stammen zu 99% aus dem christlichen Bereich, so ist das nicht der Fehl am Platz zu sagen, dass man diesen Weg üben kann, ohne dass man sich dazu irgendetwas bekennt. Dass man irgendein Glaubensbekenntnis ablegt oder dass man sich identifiziert, ist gar nicht nötig. Wenn es dann funktioniert, das Üben, dann kommt man schon dahinter, dass man sich vielleicht doch damit identifizieren möchte, aber das muss nicht von Anfang an sein. Und das ist auch ein Teil, ein wichtiger Teil dieses Titels, Komm und sieh selbst. Es ist ein Ausspruch des Buddhas, es ist eine Zeile von unserem Chanting und es hat für mich drei Bedeutungen. Und die erste Bedeutung ist eine, die bestimmt jeden, wenn sie sogar mehr als interessiert, ich möchte sagen jeden anzieht. Es ist etwas, was einzigartig ist in der Lehre von spirituellen Meistern. Und zwar ist es die berühmte, in Pali kennen berühmte, Kalama Sutta. Sutta ist Lehrrede, die Kalamas waren ein Völkerstamm. Und in dieser Lehrrede sagt der Buddha mehrere Gründe, wieso man nicht einen spirituellen Pfad folgen soll. Und schließt sich selbst damit ein. Und zwar einige der Gründe. Ich will nicht jetzt auf alle eingehen, dann komme ich zu den anderen Punkten überhaupt nicht mehr. Einige Gründe. Man soll nicht einem spirituellen Pfad folgen, nur weil es in heiligen Schriften steht. Also nicht, weil es in der Bibel steht oder weil es im Pali Canon steht oder weil es in irgendwelchen Schriften steht, die man als heilig erklärt hat. Wer hat denn die als heilig erklärt? Wir. Wir selbst. Wissen wir genau, was heilig ist? Das wissen wir doch erst, wenn wir selber heilig sind, ne? So unmöglich zu wissen, was heilig ist, wenn man nicht selber heilig ist. Also, auf keinen Fall heilige Schriften, das ist kein Grund. Die können sehr hilfreich sein. Es ist nicht, dass diese Nichtgründe einem nicht helfen können, aber sie genügen nicht. Wir sollen einem spirituellen Pfad, weil es eine Überlieferung ist von Lehrer auf Schüler.
Auch das wird sehr oft geglaubt, dass das wichtig ist, die Überlieferung. Natürlich hilft sie, wenn man ein richtiges Training hat, eine richtige Überlieferung hat, wo man damit sich wirklich einmal exklusiv befasst hat und nichts anderes gemacht hat. Aber es genügt nicht. Es ist nicht genügend. Wir sollen uns nicht mit einer Lehre beschäftigen oder überhaupt ihr folgen, weil es die Tagesmeinungen sind, das heißt, weil alle anderen es machen. Oder weil die Familie es macht, das heißt, man wird reingeboren. Das kriegt man übrigens in buddhistischen Ländern sehr häufig zu hören. Ich meine, die sind nicht anders als christliche Länder, das ist genau dasselbe. Die erzählen einem zum Beispiel, dass sie den Buddhismus natürlich viel besser verstehen, weil sie geborene Buddhisten sind. Tja, vielleicht. Möglich. Aber Buddha hat gesagt, nein. So geht's nicht. Nicht, weil man hineingeboren ist, und das ist auf allen Ebenen, sondern der einzige Grund, einer spirituellen Lehre zu folgen, ist, wenn man selbst sie ausprobiert. Komm und sieh selbst. Selber ausprobieren und sehen, ob sie diese Wegweiser, wenn man sie befolgt, ob die glückbringend sind, ob da sich etwas in einem Innenleben ändert, was man sich vielleicht schon immer unterschwellig oder sogar bewusst gewünscht hat. Es kann sehr leicht sein, dass man gar nicht weiß, was man sich wünscht. Das ist nämlich auch ein ganz interessantes Phänomen, dem wir heute gegenüberstehen, so wie ich das sehe. In allen Ländern, nicht nur hier, aber auch hier sehr stark. Es ist eine Suche, und das führe ich zurück auf eine innere Sehnsucht. Wir sehnen uns nach etwas. Und ein Wort dafür zu finden, wonach wir uns sehnen. Wir sehnen uns nach Vollkommenheit. Wir können sagen, wir sehen uns nach Nibbana, aber das ist auch ein Wort und da weiß auch keiner, was damit anzufangen. Und die, die glauben, sie wissen, was damit anzufangen, versuchen es dann zu erklären und das wird auch nichts draus. Oder wir können sagen, wir sehen uns nach Gott. Na, das ist auch so eine Schwierigkeit. Wer ist das? Wie ist das? Kommt man in furchtbare Schwierigkeiten damit? Deswegen habe ich versucht, ein anderes Wort zu finden. Und dieses andere Wort gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, es gefällt Ihnen auch. Wir sehnen uns nach Vollkommenheit. Und das schließt alles mit ein. Das schließt Gott ein, Nibbana, Paradies, Himmel, was immer man es nennen wird. Und diese innere Sehnsucht ist bei manchen Menschen ganz klar. Die fühlen das ganz klar, wissen es, dass sie das haben. Und bei anderen ist es unterschwellig. Und dann fühlen sich sehr oft diese Menschen zum Buddhismus hingezogen. Weil da ahnen sie etwas. Und es ist auch richtig so. Da ist etwas. Das ist gar keine Frage. Man muss das natürlich selber erarbeiten. Und das ist das, was die erste Ebene dieses Komm und Sie selbst bedeutet. Der Wegweiser ist da. Der Buddha hat sich selber einen Wegweiser genannt. Der Wegweiser ist da. Aber wir müssen selber den Weg einschlagen. Und das ist auch ganz deutlich. Ich meine, der Wegweiser, wie man hierher kommt, da haben wir alle so einen Anfahrtsplan gehabt, ne? Wie man hier zu dieser Holiday Inn kommt. Wunderschöner Anfahrtsplan, alles drin genau erklärt. Hätten wir uns aber nicht auf den Weg gemacht, dann würden wir ja nicht hier sitzen. Wir mussten etwas unternehmen, um hierher zu kommen. Und ich hoffe, dass alle sehr froh sind, dass sie hergekommen sind. Ich bin froh, dass ich hergekommen bin. Aber man musste was unternehmen. Ich meine, wir mussten mit dem Auto, haben wir angefahren gekommen, andere vielleicht mit dem Zug, andere sind vielleicht zu Fuß, mit einer Taxi. Aber irgendwas muss man machen. Der schönste Anfahrtsplan nutzt nichts. Der Buddha hat den schönsten Anfahrtsplan gegeben. Auf allen Ebenen. Der nutzt uns überhaupt nichts, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Und natürlich müssen wir da auch ein bisschen Anweisung haben. Man guckt sich so einen Anfahrtsplan an. Ich habe sowieso damit Schwierigkeiten mit solchen Plänen. Und
Schaut, na, wo ist denn jetzt der Anfang überhaupt von diesem Plan? Wo fängt man denn jetzt an? Also im Buddhismus auch nicht anders. Irgendwo muss man mal anfangen, nicht wahr? Und daher, wenn der Buddha davon spricht, komm und sieh selbst, dann spricht er zuerst einmal in dieser Kalama Sutta, die ich erwähnt habe, spricht er von unserem moralischen Benehmen. Wir sollen selber ausprobieren, ob es uns besser geht, wenn wir die Tugenden alle einhalten. Alle fünf. Ich will sie jetzt gar nicht erst einmal noch erwähnen, denn ich bin der Ansicht, dass jeder sie kennt. Sollte jemand sie nicht wissen, diese fünf Tugendregeln, bin ich gern bereit, sie nachher demjenigen aufzuzählen. Diese fünf Tugendregeln einzuhalten, aber mit ganz erstklassiger Feinheit, das ist der Fundament, die Lehre zu lernen. Das heißt nicht nur, dass wir keine Menschen umbringen. Wir hatten bestimmt gar nicht die Absicht, ne? Oder in eine Bank einbrechen und dann Bankraub machen. Das genügt nicht. Das ist auf der groben Ebene. Auf der feinen Ebene sieht das ganz anders aus. Da ist das Erste überhaupt keine Lebewesen. Keine Moskitos, keine Fliegen, keine Mäuse, keine Ratten, keine, was immer es sei, wenn wir sie noch so unangenehm finden, sie wollen auch leben. Und das Gegenteil praktizieren. Das Gegenteil ist, die unpersönliche Liebe, die bedingungslose Liebe zu praktizieren. Zu üben. Das ist ein Übungsweg. Wir müssen nicht denken, dass wir das nur können müssen. Wenn wir es könnten, ja, dann sind wir keine Übenden mehr, dann sind wir am Ende angelangt. Wir können es nicht, wir üben. Gerade das Üben, ist ja das Wunderbare an diesem Weg. Denn jedes Mal, wenn so eine Übung gelingt, kann sich das Herz freuen. Und wenn eine Übung nicht gelingt, dann kann man sich daran erfreuen, dass man es wenigstens gemerkt hat, dass es nicht funktioniert hat. Und nochmal versuchen. So geht das über die Jahre. Und es ist wirklich ein Weg, der Freude ins Herz bringt, was wovon Sylvia heute gesprochen hat. Wenn wir zum Beispiel Bankräuber, das ist ja wohl nicht anzunehmen, dass wir das im Sinne haben. Aber es ist noch mehr. Es ist nicht zu nehmen, was einem nicht gegeben wurde. Das heißt, dass wir ganz genau aufpassen, dass wir niemals einen anderen in irgendeiner Weise schädigen, nur weil es unser eigener Vorteil ist, auch wenn es juristisch in Ordnung wäre. Das zählt nicht. Das bewahrt uns zwar vor dem Gefängnis, aber es zählt nicht. Nicht auf der Ebene der Tugend. Wir müssen daher auch das Gegenteil üben. Das Gegenteil ist die Freigebigkeit, die Großzügigkeit. Das Gegenteil üben dieser Tugendregeln ist ein Übungsweg, der einen Fundament in uns bildet. Das heißt nicht, dass wir die anderen Dinge nicht üben sollen, die auch noch dazugehören zum Lehre des Buddhas. Aber es ist so ein Fundament. Es gibt innere Sicherheit. Keine Reue, keine Gewissensbisse. Kein Gefühl des Nicht-Kompetent-Sein. Wenn wir genau wissen, dass wir unser Allerbestes getan haben, wie immer das sei, das Allerbeste, bekommt man ein Gefühl der Kompetenz. Und dieses Gefühl der Kompetenz ist absolut notwendig auf einem spirituellen Pfad, auf jedem Pfad. Wenn man sich einen Beruf ergreift und man kommt neu dahin, da ist man ein bisschen ängstlich und wackelig. Im Moment, wo man das Gefühl der Kompetenz bekommt alleine, da fließt's. Und unsere Moral, unsere Tugend ist das Fundament dafür. Die Treue und das Verantwortungsbewusstsein sind das Gegenstück zu der dritten Tugendregel. Und die rechte Rede, es ist etwas, was einem einfachsten zu brechen. Ne?
Jeder, der sich damit schon mal befasst hat, weiß das. Weil es handelt sich nicht nur um Nicht-Lügen, es handelt sich um viel mehr. Der Buddha hat gesagt, nicht übertreiben, nicht untertreiben, keine groben Worte, nicht hintertragen, nicht schwätzen. Und da geht's dann in den Graben, bei dem Nicht-Schwätzen. Da wird's dann schwierig. Und das ist die Tugendregel, wo wir am meisten Schwierigkeiten haben, alle miteinander, jeder. Im Kloster, da macht man, wie sagt man auf Deutsch, Confession, ja, jeden Monat. Das ist die, wo wir am meisten Schwierigkeiten mit haben. Dass wir reden, nicht als ein Vergnügen oder einen Ausflug ins Vergnügen benutzen, sondern um eine Kommunikation herzustellen von Herz zu Herz. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ich habe mir öfter darüber nachgedacht auch. Wir kommunizieren immer von Kopf zu Kopf. Und es ist furchtbar langweilig. Und nicht nur langweilig, sondern es bringt nichts. Man vergisst es sofort wieder. Und nicht nur das, es ist mit Ansichten und Meinungen gespickt. Und der Buddha hat gesagt, Ansichten und Meinungen sind das, was uns von Nibbana abhält. Das heißt also, die Kommunikation von Herz zu Herz. Wenn man, ich sage mal als Beispiel, wenn man jemand fragt, na, wie geht's? Na, weiß man nicht ganz genau, ob der wirklich hören will, wie es einem geht. Aber wenn man jemand fragt, wie ist deine Gesundheit? Wie fühlst du dich? Das ist rechte Rede. Das ist ganz klar, dass man wissen will, ob es dem gut geht. Das muss nicht philosophisch, psychologisch irgendwie fundiert sein. Wir sind nicht alle Philosophen und Psychologen und wir haben auch nicht alle die Buddha-Lehre so, wie wir die immer verwenden können. Aber das, die Herzöffnung zum anderen Menschen und nicht nur zu denen, die wir gern haben. Das ist ein wichtiger Übungsweg, ein wirklich wichtiger Übungsweg. Und dann haben wir die letzte, kein Alkohol und keine Drogen, weil den Geist noch mehr verwirren, als wir schon verwirrt sind. Und das Gegenstück dafür ist natürlich die Meditation. Und das ist klar, denn irgendwie müssen wir mal Achtsamkeit lernen. So wie Karl natürlich gesagt hat, Karl Schmidt heute Morgen, Achtsamkeit, Meditation, das ist klar. Wenn wir uns auf die Meditation verlassen sollten, dann werden wir nie dazu kommen. Aber Achtsamkeit ist im täglichen Leben. Aber die Meditation ist ein Mittel zum Zweck. Es ist kein Zweck an sich. Es ist ein Mittel zum Zweck. Und dieses Mittel hat der Buddha in allen Einzelheiten erklärt. Und das ist das, wofür ich persönlich und ich glaube wir alle besonders dankbar sein können. Denn nirgends in allen Schriften, die ich gelesen habe, gesucht habe, untersucht habe, von denen ich gehört habe, nirgends gibt es eine derartig genaue Anweisung, wie es zu machen, warum es zu machen und die Resultate, die kommen. Und die gerade dieser Weg, der ist ein Mittel, ja? Gerade dieser Weg der Meditation, der uns zu eigen wird, das ist sozusagen die zweite Ebene von diesem Komm und Sie selbst. Was soll ich da machen auf dieser zweiten Ebene? Da möchte ich selbst erfahren, mich selbst kennenlernen. Fast jeder, vielleicht jeder, glaubt, er kennt sich schon. Wieso? Ja, weil er immer wieder auf dieselbe Art reagiert, auf dieselben Druckknöpfe. Immer wieder dieselben Reaktionen. Darum glaubt er, kennt sich schon. Und vielleicht dieselben Geschmack immer wieder hat. Und dieselben Sachen gern hat, dieselben Sachen nicht gern hat. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns kennen. Das ist ein so oberflächliches Kennen von uns selbst, dass wir da auch gar nicht in der Lage sind, etwas zu ändern. Das Kennenlernen von uns selbst
findet statt durch dieses ruhige In-sich-Gehen. Meditation, Kontemplation, beides. Und es müsste und sollte jeder Mensch tagtäglich dafür Zeit haben. Und wenn es nur 10 Minuten sind, mal ganz ruhig in sich zu gehen. Das muss nun nicht nach einem bestimmten Schema stattfinden, obwohl der Buddha genau gesagt hat, wie das zu machen, und dieses Schema und diese Methoden äußerst hilfreich sind. So kann man auch den eigenen Weg da etwas benutzen. Was könnte interessanter sein? Alles, was von uns auf uns zukommt, von außen, hat natürlich in uns eine Reaktion. Und sehr häufig wissen wir schon im Vorhinein, wie wir da reagieren werden. Und sehr häufig sind wir auch gar nicht zufrieden mit den Reaktionen, hätten gerne andere, wissen aber nicht, wie das zu machen. Aber was passiert, wenn mal gar nichts kommt? Was ist da drin? Sehr bald wird man merken, da drin ist Unruhe. Da drin ist Unzufriedenheit. Da drin ist nicht ein in sich vollkommen ruhig und gefasst sein, sondern da sind weitende Gefühle drin. Gegeneinander kämpfende Wünsche. Das kennenzulernen, ist der Schritt, um zu sagen, aha, es ist doch nicht so, wie ich dachte. Da muss doch noch irgendwas anderes geben. Alle diejenigen Menschen, und von denen sind ja eine ganze Menge hier, die sich dem spirituellen Pfad wirklich hingegeben haben und auch die Meditation immer wieder und tagtäglich üben, haben das gemerkt. Die haben gemerkt, da drin sieht's nicht so aus, wie ich es gern hätte. Und da draußen, das habe ich auch schon alles ausprobiert. Das hat's auch nicht gebracht. Also, was Neues. Und das ist unser Zugang zum Spirituellen. Das muss nun nicht unbedingt, dass man stundenlang mit gekreuzten Beinen auf einem kleinen Kissen sitzt. Kann man, wenn man will. Ist wunderbar. Aber es muss nicht sein. Es ist ein Erkennen der Unzulänglichkeit von den weltlichen Geschehen und unseren eigenen Reaktionen, der Unzulänglichkeit, nämlich inneren Frieden und inneres Glück zu schaffen. Und diese Unzulänglichkeit, die ist das stärkste Motiv, um uns auf diesen Weg wirklich einmal zu schicken. Und dann kommt auf Pali Samvega, Dringlichkeit. Haben auch viele. Ohne das geht's nämlich auch nicht. Da kommt nämlich das Gegenteil dabei raus. Wenn man nämlich die Dringlichkeit nicht hat, dann kommt das dabei raus, was Silvia heute erwähnt hat. Man macht's morgen. Oder wenn die Kinder erwachsen sind. Oder wenn es sowieso schneit und man nirgends hingehen kann. Oder was immer. Aber die Dringlichkeit, die ist ganz wichtig. Wieso ist es dringlich? Weiß irgendjemand, wie lange er noch hier leben wird? Keiner von uns hat eine Ahnung. Es kann morgen zu Ende sein. Übermorgen. Nächste Woche. In 20 Jahren. Wer weiß es? Okay, wenn wir jetzt schon ein bisschen älter sind, so über 70, von denen ja auch schon ein paar von uns hier, dann wissen wir, in 20 Jahren ist sowieso nichts mehr zu holen. Aber wer garantiert den jüngeren Menschen, dass in 20 Jahren noch da sind? Dringlichkeit. Jetzt. Da habe ich einen besonders beliebten Spruch, den ich besonders liebe, diesen Spruch. Möchte ich mit Ihnen auch teilen. Und vielleicht gefällt er auch einigen von Ihnen. Dieser Spruch ist von Rabbi Hillel, der ein berühmter Rabbi im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung war, im Tempel von Jerusalem vor seiner Zerstörung im Jahre 70 durch die Römer.
Und Rabbi Hillel hat Folgendes gesagt, wodurch er besonders berühmt wurde, hat natürlich noch viel mehr gesagt. Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe mit diesem Spruch, habe ich schon jahrelang mit mir rumgetragen. Ich benutze ihn jeden Tag. Tagtäglich. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe auch manchmal das Gefühl, ach, das muss ja nun nicht gleich sein, das kann ja auch noch nächste Woche auch noch geschehen, ne? Wer kennt das nicht? Und dann setze ich mich hin und sage, also jetzt, gleich machen. Und was passiert, wenn man es gleich macht? Man freut sich. Ist erledigt. Ist gemacht. Sein Gefühl, das man hat, dass man da etwas getan hat, was Gutes getan hat, sich hingegeben hat, sich nicht hat davon, von seinen Instinkten und Impulsen hat stören lassen, sondern man hat wirklich mitgemacht mit dem, was gut ist. So dass wir auf dieser Ebene der Meditation und Kontemplation ganz dringend Willenskraft brauchen. Und da möchte ich meiner Freundin Sylvia dagegen reden. Virya heißt nämlich Willenskraft. Und das brauchen wir ganz dringend. Man braucht Willenskraft, um früh morgens aus dem Bett auszusteigen, ne? Man braucht Willenskraft, um Montag früh ins Geschäft zu gehen. Man braucht Willenskraft zu allem, was wir tun, noch viel mehr, um sich hinzusetzen zum Meditieren. Willenskraft. Diese Willenskraft ist nicht Resultatdenken. Das hat Silvia sehr gut erklärt. Das ist, hat sie mit dem Prozess und dem, also dem Machen und dem Resultat erklärt. Resultatdenken ist ganz was anderes. Da will ich dann haben. Nein, die Willenskraft ist, sich hinzugeben. Und dieses Wort hingeben möchte ich noch auch noch erwähnen, weil es wirklich ein ganz wichtiges Wort oder ganz wichtiger Prozess ist, in dem wir sein können. Wenn wir meditieren wollen, erfolgreich in Anführungsstrichen meditieren wollen, müssen wir uns hingeben. Wem hingeben? Was hingeben? Dem Moment, dieser Sekunde, der einzigen Sekunde, die es wirklich gibt. Es gibt keine andere Sekunde, nur diese eine. Sich der vollkommen hinzugeben, ist ein erstaunliches Erlebnis. Alle, dass wir Begrenzungen machen. Wir tun alles so in Kästchen einordnen. Das können wir als Deutsche ganz besonders gut. Und da haben wir dann vor allen Dingen auch, nicht nur ich bin in so einem Kästchen drin, sondern auch die Zeit. Da ist die Vergangenheit, dann ist die Gegenwart, dann ist die Zukunft. Und da die Gegenwart ja sowieso nicht so wunderbar ist, weil ja irgendwas ist ja nicht in Ordnung immer, dann entweder bin ich mit der Vergangenheit beschäftigt oder mit der Zukunft. Und jeder, der schon meditiert hat, und ich nehme an, die meisten von Ihnen haben bereits versucht und haben etikettiert, haben gemerkt, aha, Vergangenheit, Zukunft. Wenn wir aber in diesem einen einzigen Sekunde sind, die einzige, die es gibt, und dann wieder in der nächsten Sekunde und nicht Vergangenheit und Zukunft überhaupt in Betracht ziehen, dann erleben wir die Ewigkeit, denn die besteht aus jeder Sekunde. Es ist hochinteressant und es ist nicht nur interessant, es ist befreiend. Und was der Buddha uns versprochen hat, ist Befreiung. Und obwohl ich schon länger geredet habe, als mir zukommt, werde ich doch noch den dritten Teil dieser, oder dritte Ebene, dieses Komm und Sie selbst erwähnen. Und die dritte Ebene, also die erste war erstmal selber machen. Auf der moralischen Ebene. Die zweite war, dass wir uns selbst erkennen durch Meditation, Kontemplation. Und die dritte Ebene ist, oder interpretiere ich so, dass wir dieses Selbst, mich, ich, untersuchen. Gibt's das wirklich?
Natürlich, da hat man furchtbare Schwierigkeiten mit, gar keine Frage. Intellektuell kennt viel an. Denn es ist doch so, wir stehen früh morgens auf. Und da braucht uns doch keiner zu sagen, das bist du. Oder wir brauchen uns nicht zu sagen, das bin ich. Und ich heiße so und so. Und ich bin jetzt aus dem Bett ausgestiegen und jetzt fange ich einen neuen Tag. Das brauchen wir uns nie vorzusprechen. Wir brauchen daran nie zu denken. Wir fühlen's. Wir wissen, das bin ich. Ist aus dem Bett ausgestiegen, zieht die Pantoffeln an, geht ins Badezimmer. Ganz einfach. Kein Mensch braucht sich darüber je den Kopf zu zerbrechen. Wir brauchen niemanden zu fragen. Sollten wir mal jemanden fragen, dann werden sie wahrscheinlich glauben, wir müssen irgendwie unter ärztliche Obhut kommen. Dieses Gefühl, das wir da haben, das müssen wir untersuchen. Und das ist diese dritte Ebene dieses Selbst. Wer ist das? Was ist das? Wieso ist das? Diese Untersuchung kann natürlich erstmal rein intellektuell sein, das ist sie wahrscheinlich immer, aber dann kommt durch eine Hingabe, die wir auf der zweiten Ebene durch die Meditation gelernt haben, eine Möglichkeit, dass diese Selbstsicherheit, die Sicherheit, dass da ein Selbst ist, etwas ins Wanken kommt. Weil ich bin ja immer noch da, auch wenn ich mich hingegeben habe. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber es ist doch wirklich so, ich bin ganz sicher, jeder von uns hier kann das Einfache, ohne überhaupt mit der Wimper zu zucken. Jetzt müssen wir mal das Schwierige probieren. Das Einfache haben wir doch alle schon hinter uns. Das brauchen wir doch nicht mehr. Und da könnte uns sehr helfen, wenn wir bei dieser Selbstuntersuchung mal feststellen könnten, woher überhaupt ein Problem kommen kann. Sollten wir noch bei der Ansicht stecken geblieben sein, dass andere unsere Probleme verursachen, dann nutzt uns das nichts. Aber im Allgemeinen ist jeder, der schon ein bisschen was praktiziert, hat schon gemerkt, das hat ja gar nichts mit den anderen zu tun. Das hat ja nur mit mir selber was zu tun. Also wenn wir nicht da auf dieser Ebene da Schwierigkeiten haben, dass andere an unseren Problemen schuld sind, dann ist es eine sehr, sehr vorteilhafte Untersuchung. Was macht Probleme? Was ist es? Wie kann ich überhaupt ein Problem bekommen? Wie sieht denn das Problem aus? Wieso habe ich es denn? Wieso ist da innen, das, wovon ich vorhin gesprochen habe, ein Gefühl der Unsicherheit, der Unzufriedenheit, der Rastlosigkeit, der nicht total in sich ruhenden Sicherheit? Sicherheit ist ein Synonym für Nibbana. Heißt auf Pali Kema. Schöner Name, ne? Muss man aber auch erst mal können, ne? So, diese Untersuchung ist dann die dritte Ebene von diesem Komm und Sie selbst. Die kann man alle drei praktizieren. Man muss nicht bei einer stecken bleiben. Man muss nicht glauben, ich muss erst das eine total können, bevor ich mich an das andere ranmache. Ich muss erst so moralisch einwandfrei sein, bevor ich überhaupt wage, mich an die Meditation ranwage. Das ist nicht der Fall. Und auch nicht, ich muss erst meine Meditation so erstklassig können, bevor ich mich daran wage, mal zu untersuchen, wer ich eigentlich bin. Alles greift ineinander über, Hand in Hand. Und jedes, was wir daraus entnehmen, ist so wie ein kleines Aha-Erlebnis und füllt uns mit einem Gefühl der nicht nur der Kompetenz, sondern ein Gefühl, dass wir einen Sinn gefunden haben, einen Lebenssinn. Und ich glaube, dass das heutzutage besonders wichtig ist.
Ich glaube, dass gerade den Lebenssinn zu finden so vielen Menschen abhanden gekommen ist. Das war, glaube ich, früher einfacher. Ich weiß es nicht genau. Aber heutzutage, nach dem, was auf mich zukommt, hat es den Anschein, dass viele, viele Menschen überhaupt keinen Sinn sehen. Und man könnte das auch sagen, es ist sinnlos. Aber dann würden wir uns ja selber überhaupt nicht mehr in eine Situation der Willenskraft und des Guten bringen, wenn wir sagen, es ist sinnlos. Dann könnten wir genauso gut das Schlechte manifestieren, wenn alles sinnlos wäre. Dagegen hat der Buddha ganz scharf gesprochen. Es ist nicht sinnlos, nur der Sinn ist falsch verstanden. Der Sinn ist das spirituelle Wachstum, das Transzendieren der menschlichen Problematik, sodass unsere Bewusstseinsebene schon bei Lebzeiten sich auf eine Ebene begibt, wo die Welt total existiert, ist auch immer falsch verstanden, die ist total da, die Welt. Ich meine, wir können das ja nicht alles sofort abschaffen, was sollen aus der Holiday Inn werden, ne? Die muss doch da sein. Und die Menschen, die sich da befinden, die sind doch da. Alles existiert auf der weltlichen Ebene. Aber wir haben ein inneres Erleben von nicht nur viel weiteren Horizonten und tieferen Perspektiven, sondern auch ein inneres Erleben von dem, was die wirklich absolute Wahrheit ist, die eine ganz andere Weltsicht uns zeigt. Deswegen bleiben wir trotzdem mit diesem Körper hier in der Welt. Da möchte ich noch ein Wort dazu sagen, was gerade in letzter Zeit auch auf mich zugekommen ist durch Korrespondenz. Eine besonders starke Verwechslung zwischen der relativen und der absoluten Ebene. Auf der relativen Ebene sitzt jeder auf seinem eigenen Stuhl. Jeder hat einen Namen. Einer ist männlich, einer ist weiblich. Einer meditiert nicht. Einem gefällt's hier, einem gefällt's nicht. Einem ist heiß, einem ist kalt. Jeder hat seine eigenen Geschäfte, seine eigene Familie, seinen eigenen Beruf. Häuser sind da, alles ist da. Es ist relativ neben, ist vollkommen in Ordnung. Da ist gar nichts dran zu rütteln, die ist da, diese relative Ebene. Und wir als Menschen sehen sie auf der menschlichen Ebene. Wenn hier so ein Vögelchen jetzt reinfliegen würde, na, der würde das anders sehen. Der würde sich total gefährdet fühlen. Der wüsste gar nicht, wohin mit sich. Ist fürchterlich. Der würde da gegen die Decke fliegen und sich wehtun und Angst haben. Und der sieht es von der Vogelebene. Ne? Wir sehen es von der menschlichen Ebene. Das ist die relative Ebene, auf der existiert das alles. Der Buddha hat die relative Ebene genauso benutzt. Der hat ganz tiefes Mitgefühl mit den Menschen gehabt. Deswegen hat er gelehrt. Er hat nicht gesagt, ach, das sind ja sowieso keine Menschen, das sind ja nur Energieteilchen. Er hat ganz tiefes Mitgefühl gehabt und hat sie deswegen, hat er 45 Jahre seines Lebens tagtäglich gelehrt. Auf der absoluten Ebene sieht es anders aus. Auf der absoluten Ebene ist keiner von uns separat. Auf der absoluten Ebene ist es eine Schöpfung. Und die Schöpfung selbst ist auch nur entstanden durch den Willen zum Dasein. Und besteht aus lauter Energieteilchen, die zusammenkommen und sich immer wieder auflösen. Die absolute Ebene ist das, wenn wir eines Tages dieses Gefühl, von dem ich gesprochen habe, mit dem wir von morgens aufstehen, verloren haben. Bis dahin haben wir reichlich noch anderes zu tun. Und was auch immer wieder passiert, ist, dass, da ich ja diese Ebene anspreche, dass dann sehr häufig Menschen kommen und sagen, ja, aber wenn ich gar nicht da bin, wer praktiziert denn? Total richtig, die Frage. Aber sie hat im Moment noch keinen Belang. Üben. Darum geht's. Und dann sehen wir die letzte Ebene vielleicht eines Tages. Und wenn nicht diesmal, dann nächstes Mal.
Wir haben gerade eine sehr hübsche Karte ins Buddha-Haus bekommen, die ich dann zu einer neuen Karte verarbeitet habe. Und da steht drauf, üben, üben, üben. Und das erste Wort üben ist ganz kratlich. Und das zweite Wort üben ist sehr hübsch schon. Und das dritte ist ganz piekfein. Üben, üben, üben.